Das schon. What the? Nein. Boah, was ist das denn für eine Fette, ey? Schau mal ab. Ey. Oh, ey, ist ein Spinnen hier, ey. Ey, da spinnt ein Zinge von Spinnen. Boah. Ekelhaft, ne? Die sagt aber auch irgendwas mit Spinnen. Vielleicht wurden die deswegen nicht die eingewickelt. Was ist denn Szenen einer Ehe. So, jetzt müssen wir wohl geradeaus. Schon wieder Ehe. Wer? Was? Was war das? Toll, ich will mich umgucken, dann kommt die Scheiße hier. Die Punkte sehen auch cool gemacht aus da. Das waren so zwei. Ist auch nichts, okay. Abgeschlossen. Okay. Die kommen jetzt bestimmt auch Spinnen. Wer hätte es gedacht? Oder erscheinen, ja. Was sind da Spinnen? So. Hier liegt nichts, ne? Nö. Aber wie viele Spinnen? Nur weil ich mich hier umgucke, kriege ich Spinnen in die Fresse, ne? Unfair, Entwickler. Wir müssten mal... keine Karte gibt es. Wir müssten mal schleifen. So, zack. 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 Und ich weiß ja nicht, wie man eine Rüstung schleifen kann oder reparieren kann, aber so, nee, die gehen noch, die geht auch noch, das hier könnte aber noch so gespeichert wieder und dann betreten wir das Anwesen in der Gemäldezeit. Sah noch idyllisch aus. Was? Hier ist abgeschlossen. Ist bestimmt überall abgeschlossen. Ich glaube, wir müssen einfach den Weg gehen, der vor ist. Und man kann hier nichts klauen. Den Game. Ja, obwohl es wäre auch ein bisschen bekloppt, wenn man da... Hä, das wäre so crazy, Alter. Was ist denn da hinten? Da muss ich auch hin, ne? Ja. Boah, ich sieh's nix. Nein. Hol mal die Fackel raus. Genau. Noch ein Traum aus der Vergangenheit. Sicher auch unvollständig. Was war das? Oh, das sind jetzt diesmal mehrere Leute. Was haben die denn da? Ein ausschweifendes Fest. Es gilt, den Gästen zu imponieren. Die beiden sitzen da mit... Silberdraht. Perlen. Die Puppe muss ein Vermögen gekostet haben. Okay. Was hat der da? Olgierts Frau hat Blumen gemocht. Angesichts der Verzierungen gehörte der hier wohl ihr. Taucht hier nicht auch Dings auf? Wie heißt er? Sein Bruder? Der ist nämlich nicht da.
Und nur wenig anders als das Bild. Castel Ravello. Wein aus Toussaint. Was ist eigentlich? Teuer. Achso. Oh, da gehe ich aber noch nicht hin, da müssen wir sogar hin. Mach ich am besten einen großen Bogen rum. Ich will ja nichts verpassen. Oder was triggern. Hier schwört auch irgendwo was rum. Soll ich das echt noch umgehen? Ich speichere mal. Was war da? Stellt mir, hier sind keine Krabbspinnen. Das wäre auch komisch. Boah. Die Musik auch noch. Die hört man erst, wenn man das aus dem Teil rausgeht. Alter, der Bär. Oh, der Hund. Und die Katze. Oh. Dann mal gucken. Das gleiche Bild. Hä? Hä, ist ja crazy. Wie ist, wir haben die denn da im Bild? Wie die da sitzen? Was ist das denn? Wie kann ich den wieder herstellen? Den wachen Gegner, keine Ahnung, draußen oder? Ah, warte. Nee. Sieht da nichts. Oder kann ich hier rein? Nö. Oder soll ich es da oben? Ist auch keine Tür irgendwie. Wo sind die Türen hin? Die waren da bestimmt Türen. Nicht umsonst die Treppe und alles. Wenn ich jetzt rausgehe. Unfassbar. What the fuck war das? Wir sollen aber im Kreis bleiben. Dahinter? Ist da was? Ich möchte mal rausgehen. Weil da war ja noch die Türe. Ich gehe raus, wa? Mit der Leuchtfackel, yeah. Die kleinen Punkte heißen. Ach so, hier ist nur der Ausgang. Schade, hier ist nichts. Okay, also spawnen die Gegner echt wieder nach.
Aber setzt du eine Hexe denn ein, um die Änderung hier herzustellen? Oder was muss denn noch? Ja, hier, es blinkt noch. Kann man die Sachen sich nehmen und irgendwie so hinterlegen wie auf dem Bild? Ich weiß ja nicht, ob das genauso sein soll. Aber hey. Außer das Bild hier, wo das rot blinkt, kann ich nichts machen. Da kann ich mit ihm gehen. What the fuck? Was war das? Das ist ein schwarzer Punkt. Ich glaube, das hat nichts damit zu tun. Ich kann auch nichts machen, oder? Außer zurück. Nee. Schau, das ist ein Fehler, oder? Oder die Kerzen aus. Mach ich mal. Er bringt überhaupt gar nichts. Schade. Alles anzünden. Auf dem Bild haben sie gebrannt, aber das ist noch nicht alles. Ach so. Ah, jetzt verstehe ich. Ah nee, da fehlt, also die letzte ist nicht gebrannt. So. Was fehlt denn da noch? Jetzt check ich das Lager, das der Kamin. Ja, so ist das gewollt. Mein Liebling, ist alles in Ordnung? Du siehst so blass aus. Es ist alles in Ordnung, wirklich. Wie geht es euch denn? Ich bin so froh, euch zu sehen. Warum sind Großmama und Großpapa nicht da? Es ist eine lange, holprige Reise. Schlammig. Sie weigern sich immer noch, mich zu sehen. Stimmt's? Und was ist das? Wir haben ein paar Sachen von Iris mitgebracht. Ihre Lieblingsbürste, ihre geliebte Puppe. Ah, und dies. Für dich. Banknoten. Wir haben deine Schulden abbezahlt und aufgekauft, damit der Ruf der Familie nicht leidet. Wie lieb von Mama und Papa, an mich zu denken. Olgier. Siehst du jetzt, wie er ist? Ich habe dich vor der Hochzeit gewarnt. Ein Grobian und Barbar, der sich mit Banditen abgibt, dass du dich nicht fürchtest, mit diesem Gesindel unter einem Dach. Was jetzt, du Stück Dreck? Oha. Ey, mein Feuer. Du Arschloch, ich sehe nichts mehr.
Also folgen wir ihm. So. Was war das denn? Nicht durchschaut. Dieser Ort gefällt mir nicht. Mit Blutflecken. Das ist der Eingang, naja. Ja, das ist zu. Wie immer. Ich glaube, wir müssen hoch. Ansonsten wäre hier was offen. Ja, wir müssen hoch. Rein das Bild. Das Schlafgemach. Was haben wir hier? Blutverschmierte Handtücher. Ein blutiges Handtuch. Blut nicht ganz abgewaschen. Etwas ist im Stoff gelandet. Es lief sich gut. Der Docht ist fast weg. Irgendeinen Streit hatten die. Oh, scheiße. Ein Nachthemd. Wieso ist das so komisch? Offenbar nie getragen. Ja, hier müssen wir mal was hin tun. Aber was? Das stimmt wohl nicht. Nicht? Wie spät ist es? So. Spät. Schlaf. Du warst wieder den ganzen Abend im Studierzimmer. Was hast du an den Händen? Nichts. Die sind nur etwas dreckig. Ist das Blut? Hast du dich verletzt? Tintenflecken. Ich habe Briefe geschrieben. Ich gehe bald nach Ochsenfurt. Vielleicht kommst du mit. Oh, das ist eine tolle Idee. Eine Reise wird uns beiden so gut tun. Dann ist es beschlossen. Lass uns schlafen. Ich bin erschöpft. Ich schlafe jetzt nicht. Kommt nicht in Frage. Komm, ich male dein Porträt fertig. Das ist wahrscheinlich das Porträt, was da auch aufhing, ne? Meine ich. Noch eine verschwommene Erinnerung. Was haben wir hier? Glas. Da fehlt was. Ah, okay, es ist einfach nur ein Bild. Sie hat Olgiert gemalt. Aber die Details stimmen nicht. Frisch. Da fehlt doch was. Die eben erst gewaschen. Es ist Artilleriezimmer. Das lebende Bild muss aussehen wie das Gemälde. Die Trauben. Links. Müsste passen. Meinst du? Ein Cage? Rechts. Hierhin. Nein? In die Mitte? Vielleicht hierhin. Und den Apfel rechts. Das gehört hierhin. Endlich. Genau wie im Bild. Lächle ein bisschen netter. So? Du sollst lächeln, nicht die Zähne blecken.
Nein, immer noch nicht. Lächle wie damals, als Papa mit der Heirat einverstanden war. Bitte. Hm? Es ist zwecklos. Ich sehe doch, dass etwas nicht stimmt. Ich muss noch ein bisschen arbeiten. Schon wieder? Olgierd, wir haben uns versprochen, dass wir keine Geheimnisse voreinander haben. Weißt du nicht mehr? Entschuldige, das will ich nicht besprechen. Olgierd. Was ist denn da los? Olgierd! Scheiße. Hier müssen wir jetzt lang. Ne, hier ist das Atelier. Naja, das kennen wir ja schon. Oh. Alter, wo kommt die alle her? Hier sind die Bilder verschwommen, verwaschen, wie? Hier in dem echten Anwesen. Verwaschen. Verwaschen. Okay. Ich denke mal, so sollten die nicht aussehen. Da ist sie. Hat sich hier was verändert? Was? Ein Mann im Prinzessinkleid. Nee, das ist eine Frau, oder? Meister von Everex Studierzimmer. Hier hat er sich in die arkanen Künste vertieft. Das Pentagramm soll beschworene Wesen binden. Aber die Linien sind verwischt. Ich brauche Kreide. Dann kann ich Kerzen aufstellen. Hier sind Kerzen. Bienenwachskerzen. Kreide liegt. Das Anwesen war im Winter deprimierend finster. Ja. Da war da was. Blutpakte über fremde Präsenzen. Wer es durchlesen möchte, bitte. Ein Band über Verhandlungen mit Dämonen. Kreide. Blut. Für irgendeine Magie möchte ich wetten. Liegt noch ein Buch. Die Tore der Mysterien. Zwischen den Welten. Die Bibliothek eines Okkultisten. Ach toll, jetzt kann ich das nicht lesen. Weil du zu lange gelabert hast. Was ist denn das? Ah, hier. Ja, da würde ich sagen, machen wir mal. Schwarzmagie. Das müsste hinhauen. Jetzt die Kerzen. Ähm.
Kerzen im Pentagramm platzieren, Kerzen auf dem Pentagramm Spitzen platzieren, Kerzen auf dem Kreis um das Pentagramm platzieren, Kerzen auf das Spitzen. Boah, eins von den beiden, glaube ich. Und so? Nein, ich hab's verbockt, schätze ich. Ach, du bist doch ein Idiot. Dann halt so. Mal so versuchen. Komm zurück. Wir müssen reden. Geh weg. Ich will allein sein. Diesmal nicht. Komm sofort raus. Lass mich zufrieden. Ich will nur in Ruhe arbeiten. Arbeit. Welchen Zauber muss ich nehmen, verdammt? Ich hab sie alle durch. Ich will den Pakt beenden. Ich beschwöre dich. Verflucht! Feuer! Hier drinnen, schnell! Löscht die Flammen! Das habe ich nicht erwartet. Sauerstoff wird still. Hier, raus. Verdammt, mitten in einem Schneesturm. Ich muss irgendwo Unterschlupf suchen. Ach, Scheiße. Das jetzt auch noch. Wir sind da oben. Sie sind da vorne. Wo geht's hier rein? Hier. Olgierd, Iris und ihr Vater. Speicher. Ehevertrag. Der Ehevertrag von Iris und Olgierd. Nicht ganz. Die Erinnerung ist noch unvollständig. Leer, bis auf den letzten Tropfen. Er ist am Saufen. So hat er angefangen zu rauchen. Ein Bierhumpen. Aber es war Wodka drin. So hat er sich also die langen Winterabende vertrieben. Oh.
Ferner wird vereinbart, dass Iris angemessener Respekt zu zollen ist, dass ihr Rat und ihre Forderungen zu berücksichtigen sind. Kommt zum Punkt, Vater. Meine Geduld geht zu Ende. Gern. Gemäß Ihres Wunsch erkläre ich diese Ehe für null und nichtig. Du hast geschworen zu bleiben, bis dass der Tod uns scheidet. Ich habe meinen Schwur gehalten. Meinen Olgierd gibt es nicht mehr. So einfach ist es nicht, sein Wort zu brechen. Ach, der Bart und die Narbe. Du wirst hierbleiben, für immer. Genug! Du erteilst uns keine Befehle! Du wirst... Vater! Vater! Nein! Dina! Nehmt den Kadaver und füttert die Tiere damit. Ja, deine Dina. Werden jetzt dran glauben, dass ihr Vater auch noch ermordet hat. Oh. Damals hat von Everek aufgehört, ein Mensch zu sein. Seine Frau hat er noch geliebt. Nein, er hat nur gewusst, dass er sie lieben sollte. Gehen wir nach oben. Hier lag doch noch was. Ein Messer. Och, die Arme. Hier geht's nicht weiter. Ich entsinne mich. Pedel. Wir drei haben hier viel Zeit verbracht. In Stille. Wir gehen auf unsere Plätze, wie damals. Den Rest machst du. Der gab's auch vorher schon. Gedeckt für eine Person, sonst für niemanden. Boah, ey, ist das mies. Tierhaare. Aber da kann das ja noch vor kurzem gewesen sein, dass die Leiche ist. Kann dann nicht verdorben, verrottet sein. Geht ja gar nicht. Eine große Tonschüssel. Eine Terrine. Wohl für Suppe. Krallenspuren. Katze. Große oder kleine? Na also. Die große kriegt Bette dort. Das stimmt wohl nicht. Nö. Ich guck mal nach oben. Da was liegt. Die Lanketen, ich glaube, das ist voll krass. Hier ist rein gar nichts mehr. Was ist das da? Nichts. Draußen so schön weiß und hier Schattengrau. Hier liegt noch was. Oh, ein Silvetterbett. Eine Platte. Ah, und hier kommt die... Ah, so, wegen Hund und Katze. Aha. Das war wohl deins. Ja, ja.
Und hier kommt diese Wildplatte hin. Passt perfekt. Habt ihr aus diesen Schüsseln gefressen? Natürlich nicht. Ich sagte doch, wir sind keine Tiere. Aber der Pedell hat sie trotzdem hingestellt, wie befohlen. Noch eine Monstrosität? Ich bat dich, das zu lassen. Diese beiden sind schon zwei zu viel. Hund und Katze leisten dir Gesellschaft. Dieser hier wird dich beschützen und sich ums Haus kümmern, egal was geschieht. Boah. Früher wollte ich wissen, was in dir vorgeht. Ich dachte, ich könnte dir vielleicht helfen. Jetzt ist mir einerlei, was du denkst oder fühlst. Ich fühle nichts. Ich weiß auch nicht, ob ich dich noch hasse. Geh, Olgierd. Geh mir aus den Augen. Was macht Olgierd? Warum? Olgierd von Everreck hat nicht verstanden, dass wir ihn nie ersetzen würden können. Jetzt wirft sein Geist einen Schatten auf jede Erinnerung von Herrin Iris. Wir sind fast am Ende unserer Reise. Was liegt dort? Sorry. Iris von Everrecks größte Angst. Ich speichere. Boah, was ist ein, ne? Krasse Story, ey. Meine liebste Frau, ein Brief von Olgierd an Iris. Wäre ich mit Worten doch nur so gewandt wie mit der Klinge. Vor allem jetzt, da mein Herz von eisiger Leere erfüllt ist. Ich sehe, wie du mich anblickst, wie du dahin welkst. Ich kann dir nicht helfen, aber vielleicht kann ich aufhören, dir zu schaden. Dieser Brief und die Rose sind mein Abschied. Mögest du in Gesundheit leben und dich nur an den Grund sein, Olgierd.